Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch einmal das Gewinnspiel zu Mandala Exchange vorstellen. Und zwar könnt ihr dort dreimal 1000 Dollar in MDX gewinnen. Ich zeige euch wie und was ihr dafür tun müsst. Außerdem möchte ich euch ein kurzes Update zu Niob geben, beziehungsweise möchte ich euch gerne meine Strategie verraten. Also wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und let's go! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Da ich kein Anlagenberater bin, kommt hier einmal der Haftungsausschluss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. So, und jetzt können wir mit dem Video starten. Alle Seiten, die ich auf diesem Kanal vorstelle, sind unter diesem Video verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, falls euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, abonniert diesen Kanal und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Ja, kaum habe ich das erste Video über Mandala gedreht, gibt es schon ein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel läuft noch 17 Tage. Der Link ist unterhalb dieses Videos. Dort könnt ihr dreimal 1000 Dollar in MDX gewinnen. Zugegeben ist jetzt nicht gerade extrem viel, aber ein erster Schritt. Ja, ich hoffe, damit beginnt es, dass man für diese Website mal ein bisschen mehr Werbung macht und dass Leute darauf aufmerksam werden. So, die Teilnahme ist ganz einfach. Ihr könnt hier mehrere Punkte erreichen. Wie ihr seht, ich habe bereits 146 Punkte erreicht. Insgesamt wurden 14.616 Punkte erreicht. Und ja, ich denke mal, drei von diesen Punkten werden ausgewählt und dann könnte man einer von diesen sein. Umso mehr Punkte man also hat, umso eher schafft man es dort zu gewinnen. Was muss man dafür tun? Man meldet sich hier an. Ich habe mich ganz normal mit meiner E-Mail-Adresse einfach angemeldet. Ne, dann muss man sich in Mandala Exchange anmelden. Man muss die App runterladen. Dann kann man jeden Tag 20 Punkte kriegen, indem man jeden Tag eine Market Order in Höhe von 20 Dollar für MDXT tätigt. Das habe ich nicht gemacht, weil ich lasse mich nicht beeinflussen, wann ich meine Coins kaufe. Dann kann man jeden Tag einmal bei Google nach dem MDX-Token googeln. Da kriegt man 2 Punkte pro Tag. Ja, kann man sich ja hier durchlesen. Ich habe mich auf diesen, auf manchen Seiten muss man sich anmelden. Da muss man dann einfach für den Coin voten. Und bei manchen reicht es einfach so, dass man dafür votet oder hier einen Tweet von Twitter retweeten und sowas alles. Also gar kein Problem, subscribe on TikTok und so weiter. Und dann jeder, der sich anmeldet, das kann ich ja eigentlich machen. Mein Link hier, den werde ich dann auch unterhalb des Videos packen. Und jeder, der sich über diesen Link anmeldet, da bekomme ich nochmal 2 extra Punkte. Und ja, das könnt ihr natürlich auch machen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. ja. Ne, auf jeden Fall so viel dazu und wenn man, ich glaube, mindestens 15 davon erfüllt oder so, kriegt man hier nochmal einmal komplett 10 Stück dazu. Und ja, und dann haben wir halt die Chance, das zu gewinnen. Ja, wie gesagt, ich werde euch den Link unterhalb dieses Videos runterschreiben und dann habt ihr auch die Chance, dort MDX zu gewinnen in Höhe von 3000 Dollar. Ihr müsst dafür natürlich bei Mandala Exchange angemeldet sein. Das ist die einzige Voraussetzung. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg und viel Glück, dass ihr vielleicht gewinnt. Das wäre natürlich super. Falls ihr Mandala noch nicht habt und euch dort gerne anmelden wollt, auch dieser Link ist unterhalb dieses Videos. Und falls ihr eine kleine Einführung in Mandala Exchange haben wollt, verlinke ich euch jetzt rechts oben in die Infocard mein Einführungsvideo. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Mandala-Shopping. Ja, dann kommen wir kurz noch einmal eben zu Niob. Wir sind jetzt bei 16 Cent. Es fehlen noch 230.000 Dollar, die investiert müssen, um auf 17 Cent zu steigen. Also auch hier geht es voran. Falls ihr euch dafür interessiert, der Softcap, also wenn der Softcap erreicht wird, dann startet der Coin bei 44 Cent. Am 21.12. Ich werde euch aber auf jeden Fall vorher nochmal auf den Laufenden halten. Falls euch das interessiert, dann meldet euch gerne über den Link unterhalb dieses Videos an. Und wenn ihr auch dort eine Einführung einmal sehen wollt, die verlinke ich euch jetzt oben rechts. Und sucht gerne in meinem Kanal. Ich habe auch ein vollständiges Video zu der Präsentation von Niob, von der Niob Exchange gemacht. Da wird auf jeden Fall alles erklärt, was man bis jetzt über Niob weiß und
Dann hoffen wir mal, dass das auch genauso kommen wird, wie dort beschrieben. Das wäre natürlich super. Das wäre echt mal ein besonderes Projekt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wünsche euch auch hier viel Spaß und besonders viel Glück, dass ihr so viel Geld wie möglich aus diesem Coin rausschlagen könnt. Ich würde euch einmal gerne meine Strategie sagen. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich bei 10 Cent gekauft. Man kann dadurch nur 25% seiner Coins im ersten Monat verkaufen und dann jeden weiteren Monat weitere 25%. Ich werde es auf jeden Fall so machen, ich werde an Launchtag, wenn ich diese 44 Cent erwische, weil ich natürlich nicht weiß, wie schnell die anderen Leute sind und wie schnell der Preis fallen sollte, werde ich auf jeden Fall für 44 Cent meine 25% verkaufen. Und werde dann aber auch innerhalb von einem Tag sofort nachkaufen. Also, ich hoffe ja, dass ich das schaffe, für über 40 Cent zu verkaufen. Vermutlich wird dann der Preis so auf 20 Cent sinken, das ist aber meine eigene Einschätzung. Und werde dann nochmal für den Preis, für den ich die dann verkauft habe, von dem Geld werde ich die dann nochmal nachkaufen, um so meine Coins zu vermehren. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare eure Strategie schreiben, wie ihr es vorhabt oder zu welchem Kurs ihr gekauft habt. Das würde mich auch sehr interessieren. Weil die Community wächst derzeit so rasant schnell, das ist unglaublich. Ich denke mal, die meisten werden jetzt gerade so 16, 15, vielleicht 14 Cent gekauft haben. Es kommt mir auf jeden Fall so vor. Ich kann ja mal einmal in Telegram reingehen. So, allein hier in Telegram, ich werde den Chat, glaube ich, mal zensieren, weil muss ja nicht, ich weiß ja nicht, inwiefern die Leute bei YouTube zu sehen sein wollen, deswegen werde ich den Chat einmal zensieren, aber wir haben jetzt hier 2939 Mitglieder und das ist einfach nur der Support-Channel oder der Ankündigungs-Channel von Niob. Und das finde ich schon heftig, weil diese Zahl einfach so rasant hoch ging in den letzten Tagen und hier auch jetzt täglich mehrere hundert bis tausende Nachrichten sind. Also es ist schon unglaublich und ich glaube, das könnte ein richtig gutes, großes Projekt werden. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du die Glocke aktivierst, wirst du sofort benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Und so bist du immer auf den Laufenden. Alle Anmelde-Links findest du immer in meiner Beschreibung unterhalb des Videos. Und wenn du 10% Trading-Gebühr bei Binance sparen willst, ist auch dort der Registrierungslink in meiner Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zu meinem nächsten Video.